Sommertraum. Tautropfen glitzern im Gras wie kleine Kristalle. Sanfte Wolken treiben am Himmel ihr Spiel. Der Sommer trumpft auf zum großen Finale, verschwendet Farben und Düfte in üppigem Stil. Vögel zwitschern unsichtbar aus Hecken und Bäumen, ein Schmetterling gaukelt vorbei. Noch bleibt Zeit zum Träumen, einfach nur so, Spielerei. Dieses Gedicht schrieb Martin Ehlers. Er besucht die 10. Klasse der Gesamtschule Finofurt und gewann damit den Nachwuchsautorenpreis Bernadette. Das war's jetzt. Weil Martin zurzeit auf Klassenfahrt ist, nahm sein kleiner Bruder Stefan die Auszeichnung entgegen. Um die Bernadette bewarben sich 223 Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Barnim. Der Preis wird seit 1995 am Tag der Kinder- und Jugendliteratur vergeben. In diesem Jahr waren Gedanken zum Thema Uferlose Träume in Anlehnung an die Landesgartenschau gefragt. Neben der Möglichkeit, seine Gedanken mit Worten zu Papier zu bringen, konnten die Kinder und Jugendlichen sich auch an einem Gestaltungswettbewerb beteiligen, der unter dem gleichen Motto stand. Bewertet wurde hier in 3 Altersklassen. Die ersten Preise gingen an kleine Hobbykünstler der Frakimer Werkstatt Bernau, der Gesamtschule Finofurt und des Humboldt-Gymnasiums Eberswalde. Die Kunstwerke können ab sofort in der kleinen Galerie zusammen mit Illustrationen unter dem Titel Bilderbuchwelten bewundert werden. Ein weiterer Höhepunkt am 14. Tag der Kinder- und Jugendliteratur war die Verleihung des Eberhard. Um den kleinen, aus Bronze gegossenen Eber mit Pegasusflügeln bewarben sich fast 200 Autoren. Erstmals war die Beteiligung international. Den Eberhard konnte die aus Luxemburg stammende Monique Philippard entgegennehmen. Sie siegte mit der Geschichte Prinzip Hoffnung, in der es um das Leben eines körperlich behinderten Mädchens geht. Wenn einem der Boden anfängt zu wackeln und alles in einen Haufen fällt, was einem lieb und wertvoll ist. Ich sitze seit 6 Stunden im Flur des Katowice Krankenhauses und warte darauf, dass Vater aus dem Kreis herkommt und mir die Geburt eines Bruders und einer Schwester ankündigt. Monique Philippard ist Mutter von 10 Kindern. Sie schreibt seit 20 Jahren Kinderbuchgeschichten und Romane, die von Kindern handeln. Der vom Landkreis Barnim gesponserte Eberhard ist bereits der 3. Literaturpreis, mit dem die 47-Jährige für ihre Arbeit ausgezeichnet worden ist. Das musikalische Rahmenprogramm zum diesjährigen Tag der Kinder- und Jugendliteratur gestaltete die Musikschule Eberswalde.